Wie gesagt, ab morgen, eigentlich wollte ich heute streamen, aber ich kam so spät mit dem Zug an. Also ich erstmal allgemein dazu. Mein Urlaub. Ich war in Urlaub gewesen eine Woche. Deswegen habe ich auch nicht groß gestreamt, habe dann bestimmt mitgekriegt. Und habe ich dann meist zweimal in der Woche gestreamt. Aber diese Woche jetzt ja nicht, wo ich es wollte. Hat nicht geklappt, Lanz, was ich vorgestellt hatte. Und von daher. Kata! Und von daher nehme ich heute mal ein bisschen kurz, mal nicht lange, nur dass ihr Bescheid wisst. Und informiere euch auch kurz mal drüber, was so was passiert letzte Tage passiert ist, gemacht habe. Also, wie gesagt, ich bin zu meinen Eltern gefahren, nächste Wochenende, also nicht Wochenende, ganze Woche über. Und war halt im NRW. Und da habe ich zwar Sachen mitgehabt, aber die haben nicht funktioniert so ganz. Und deswegen habe ich das konnte ich nicht streamen richtig. Das meinen. Das andere ist. Ich werde jetzt die. Ich habe jetzt nächste Woche noch Urlaub, also jetzt kommende Woche Urlaub. Noch. Da werde ich so öfters mal reingucken. Und streamen, öfters mal streamen. Und ich wollte euch mal kurz fragen, was ihr überhaupt sehen wollt nächsten Tag. Ich habe Smallland noch immer. Als Let's Play. Dann habe ich Grand Empire. Let's Play. Oder vielleicht wollt ihr auch Retro haben. Kann ja auch sein. Oder soll ich doch hier mit den Fliegen, also No Land oder wie es heißt, weiter spielen? Könnt ihr entscheiden. Können wir gerne schreiben nächste Tage und nächste Wochen. Oder nächste Tage, besser gesagt. Und dann können wir gucken, was wir spielen. Morgen werde ich was länger streamen. Hemmings. Ich dachte, nächste Woche als morgen werde ich so wieder leeren Stream machen. Ich wollte nur kurz informieren, dass ich nicht weg bin, aber noch immer da bin. Nur, dass ich halt zurzeit nicht streame, ist klar. Weil ich halt nur Urlaub war, für Tage. Und das mit dem Stream nicht ganz klappt hat, ja. Und dementsprechend. Ich weiß nicht, wie ich kein Internet nicht richtig hatte, weil Internet war zu langsam. Mein Spieler haben nicht funktioniert. Ich habe mein Retro mitgenommen gehabt. Ich hatte Arcade mitgenommen oder gekauft gehabt mir. Endstream gekauft, heißt es ja richtig. Aus dem Retro spielen, auf Handys und sowas, wollte ich eigentlich streamen. Weil ich halt so viel zu tun habe in Urlaub jetzt die Tage, die Woche, weil ich gar nicht so gekommen bin, um was zu streamen. Zweitens war ich sehr lange unterwegs gewesen immer und auch ziemlich schlecht danach gewesen. Und, aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass mein Internet schlecht war. So schlecht zum Streamen. Mit vernünftigen Qualität. Und dementsprechend habe ich auch nicht gestreamt. Aber ich habe heute wieder kommen. Leider hat der Zug Verspätung gehabt, ziemlich viel. Ich hätte eigentlich schon um 9 Uhr zu Hause sein sollen. Aber der ganze Zug hat Probleme gehabt. Hat zweimal Not halten müssen. Einmal wegen Verbindung hatte ich gehalten, irgendwas war gewesen. Ich habe zwei Züge zusammen gemacht und das hatte ich irgendwie nicht hingehauen. Das zweite war halt, dass ein Bremsenproblem gab, mein Bremsen. Aber das war direkt gelöst. Und ich konnte weiterfahren. Aber dadurch wurde, wenn ich halt zu erklären, weil ich schon zu spät online bin, 2 Stunden später zurück gewesen. Statt um 19 Uhr war ich jetzt um 21 Uhr zurück. Und da musste ich ja noch Sachen auspacken und sich vorbereiten für die nächsten Tage und Wäsche wegmachen, was man so machen wird nach dem Urlaub halt. Und dementsprechend hatte ich nicht die Zeit dafür, das zu früh zu streamen. Aber ich war auch gar nicht hier gewesen. Erst nach 9 Uhr. Erst nach 9 Uhr war ich hier gewesen. Das konnte ich jetzt erst streamen. Ich muss was umstellen. Ich meine Aufbau hier ändern ein bisschen. Und dementsprechend habe ich jetzt heute diesmal nicht so viel Zeit, heute nicht, aber ich werde ungefähr so 15 Minuten vielleicht streamen heute, dass ihr Bescheid wisst erstmal. Und ab morgen geht es ja wieder weiter. Wie gewohnt wird am Mittwoch und Samstag Streams kommen. Das hat sich wird nicht geändert, das bleibt so. Aber ich will morgen ein Stream machen, weil ich heute nicht was hingekriegt habe, so richtig von der Zeit her und von den Timing. Mache ich morgen ein Stream für euch. Und da würde ich gerne wissen, was ihr sehen wollt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen in diesem Stream. Wird vielleicht so
um die, ja, zwei Stunden, drei Stunden, mal gucken, gehen. Was hat der Stream, den ich heute machen wollte, weil ich so spät nach Hause gekommen bin, also spät hier war, habe ich nicht dazu. Ich mache jetzt nur einen kurzen, damit ihr wenigstens informiert seid, weil das sehen tut hier, ne, dann habt ihr schon mal eine Ahnung, warum ich nicht da war, weil ich halt die Woche im Urlaub war, vom Montag bis Sonntag. Und dementsprechend konnte ich nicht streamen richtig, weil ich kein Internet hatte. Ich hatte zwar Internet, aber es hat nicht richtig funktioniert. Dann hat die Spiele nicht funktioniert, die ich machen wollte. Ich hatte die Auswahl zuerst mal auf dem Handy oder auf dem Tablet, habe ich mitgenommen sogar. Ich habe sogar Kopfhörer mitgenommen, die blauen hier mitgenommen, um zu streamen mit dem Mikro. Aber irgendwie hat mir nicht gefallen, es war einfach zu schlecht, die Qualität war zu schlecht. Und dementsprechend habe ich es nicht gemacht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse deswegen. Und deswegen war ich für euch jetzt ein Ausnahmestream morgen. Als Ausgleich, als Entschuldigung, wie ihr das nehmen möchtet. Mit einem Spiel eurer Wahl. Ihr müsst mir nur schreiben, was ihr sehen wollt. Ne? Ihr schreibt mir einfach eine kurze Nachricht, Privatnachricht oder sowas, PN, hier in Twitch, wenn wir einfasten, ne? Was ich morgen spielen könnte. Ich habe drei Spiele ja. Einmal Smallland habe ich. Dann habe ich Empire nicht mehr. Aber aus dem Wallet habe ich auf jeden Fall. Band Empire. Ich habe noch ein Spiel. Oder ein Spiel, was ihr gern sehen wollt. Vandalia fährt. Was? Vandalia fährt. Ja. Augenblick, schreiben wir kurz Nachricht schreiben. Ich schreibe mal kurz was, ganz in Ruhe. Mit der Klasse. Das Telefon manchmal hasse ich das Telefon. Ganz ehrlich. Ich kann es nicht ganz genau vorstellen. Das ist auch nicht tragisch. Nicht so sehr tragisch, wenigstens. Und wie gesagt, morgen mache ich eine Ausnahmestream halt. Für euch. Halt deswegen, weil ich heute nicht streamen konnte so richtig und nicht streamen kann gerade. Weil schon sehr spät ist und ich will nicht mitten in der Nacht anfangen zu streamen. Also könnt ihr die Aufnahme morgen früh sehen. Also morgen sehen. Alter, du Fresskopf. Könnt ihr die Aufnahme sehen morgen und heute Nacht. Dass ihr Informationen habt, warum ich nicht gestreamt hatte. Ich war in NRW gewesen, bei meinen Eltern halt. Und habe da Urlaub gemacht, eine Woche. War auf Schlossburg gewesen. Was ist eine Burg? Eine mittelalterliche Burg. Vielleicht kann das einige von euch. Da waren wir in Köln gewesen, den ganzen Tag einmal. Und ja. Und da haben wir so viel zu gehabt, dass ich gar nicht mehr dazu gekommen bin, Aufnahmen zu machen, richtig. Und wie gesagt, die Qualität hat mir nicht gefallen. Und dementsprechend habe ich keine Aufnahme gemacht. Da noch mal Entschuldigung dafür, wo ich mir vorgenommen hatte. Habe ich nicht hingekriegt, wegen Urlaub halt. Dafür, wie gesagt, mache ich morgen ein, oder, ja, noch morgen, noch ist es morgen, ein Ausnahmestream dafür. Ich hoffe, ihr seid einverstanden und freut euch drauf. Es war sehr anstrengend heute. Wir sind über 10 Stunden gefahren, nur im Zug. Mit dem Zug gefahren, über 10 Stunden, weil der Zug Probleme hatte, wie gesagt. Bremsenproblem und einmal die Andockung von anderen Zug hat nicht funktioniert so richtig und dadurch wurden habe ich mehrere Züge verpasst natürlich, weil ich bin fast 70 oder 70 Minuten, mehr als 70 Minuten verspätet der Zug und dementsprechend sind natürlich viele Züge weggefahren zwischendurch, wo ich mitfahren wollte und dementsprechend kam ich nicht um 19 Uhr nach Hause, sondern erst um 21.35 Uhr so Ecke. Da habe ich schnell noch ausgepackt, ne, was man so machen tut halt, ne. Und habe halt vorbereitet, hier mal kurz noch was umgestellt ein bisschen, dass ich wenigstens einen sauberen Stream habe. Ihr könnt auch gerne schreiben, gerade wenn ihr möchtet. Vielleicht ist der Chat, seht ihr ja nachher, wenn ihr aufwacht hier. Und ja. So zum Beispiel. Müsste eigentlich angezeigt werden? Ja. Ich glaube, testen mal, ob es funktioniert. Und
Ja, wie gesagt, kurz mal zu mir, zu meiner Situation die letzte Woche, warum ich nicht gestreamt hatte und dass ich morgen einen Ausnahmestream mache als kleine Entschuldigung für euch, weiß ich, 2, 3 Stunden vielleicht. Und ab Mittwoch geht es wie immer dann wieder standardmäßig weiter mit meinen Streams, Mittwoch und Samstag. Ab 20, 21 Uhr, je nachdem. Vielleicht auch was früher, weil ich Urlaub habe. Die Woche habe ich noch Urlaub. Und ich hoffe mal, dass ihr vorbeischaut. Würde mich freuen auf jeden Fall. Und erstmal soweit zu mir. Und jetzt das dritte Mal erzähle ich es nochmal, falls es andere das gesehen haben gerade, die jetzt vielleicht reingucken. Ich war in Urlaub gewesen die letzte Woche. Von Montag bis Sonntag. Gerade ich habe nichts mehr. Von Montag bis Sonntag. Und dementsprechend konnte ich nicht streamen, weil ich halt unterwegs war. Und ich habe schlechte Verbindung gehabt. Und die Programme, die ich dabei hatte, die haben nicht so funktioniert, wie sie sollten. Die Qualität hat mir nicht gefallen und dementsprechend habe ich nicht gestreamt. Wie gesagt, dafür kann ich mich entschuldigen, aber es passiert. Ich hatte halt Urlaub und es war nicht so einfach, das alles zu managen, leider. Aber es hat ja heute geklappt, deswegen, dass ihr Bescheid wisst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Ich denke, ich werde morgen Abend was früher anfangen, vielleicht 19:30 schon gucken. Oder 20 Uhr, wie immer. Aber spätestens 20:15 Uhr. Also zwischen 19:30 und 20:15 Uhr bin ich morgen online. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Würde mich riesig freuen, auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischauen wolltet. Und ich sage eine wunderschöne gute Nacht. Und morgen steht dann ein Spiel eurer Wahl an. Schreibt mir einfach mal Nachrichten. Per Privatnachricht können wir gerne schreiben, sehe ich ja. Und ich antworte natürlich dann auch. Und ich hoffe, seid mir nicht zu böse, weil ich den Tag nicht gestreamt habe. Aber ich denke mal, ihr versteht das schon. Oder mit Sicherheit. Und ich habe gesagt, bis morgen Abend. Noch ist es ja morgen Abend, vielleicht ist es heute Abend, aber noch ist es morgen Abend. Da fangen wir an zu streamen. Und ich würde mich riesig, wirklich groß, riesig freuen, wenn ihr einfach mal schreiben würdet, was ihr gerne sehen wollt. Ich werde das hier bei YouTube reinmachen und bei Twitch reinmachen, das Video. Und ich hoffe mal, dass ein paar Leute von Twitch oder von YouTube rüberkommen und von Twitch wird schon rüberkommen. Soweit, so gut. Ich sage nochmal Danke, zum fünften oder sechsten Mal, wenn ich öfters mache, mal so oft Danke sagen. Ist halt ein Angewohnheit von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich riesig freuen, auf jeden Fall, wenn ihr da seid. Ich schicke euch die Links von YouTube und hier schicke ich euch. Ich hoffe, Musik ist nicht zu laut im Hintergrund, aber ich denke, es geht. Und ja, soweit ist es zu mir. Ich sage vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend. Ungefähr wieder zwischen 19:30 und 20:15 Uhr. Oh, so eine Richtung wird das so sein. Ich schreibe vorher noch mal eine Nachricht, PN als Nachricht ins Netz rein, bei YouTube oder bei, was sagt, bei Facebook, bei Instagram und bei Tumblr und so weiter, dass ihr sehen könnt, aha, okay, er ist gerade online. Könnt ihr vorbeischauen, dann würde mich freuen. Und schlaf gut, Nacht und vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt mich verständlich dafür, dass ich die Woche nicht gestreamt hatte. Und glaube ich, zu arg böse, deswegen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen Abend. Wie gut jetzt aber. Feierabend für heute und schlaf gut. Träumt was Gutes. Und ich freue mich riesig drauf, wenn ich wieder anfange zu streamen mit euch zusammen. Auf jeden Fall. Und ja, das soll ich mal so wahr sagen. Ganz viel Liebe geht raus an euch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen Abend. Wäre schön. Okay, liebe Leute, morgen Abend halt wie gesagt 100 Ausnahme streamen. Als kleine Entschuldigung für die Woche, weil ich nicht gestreamt hatte. Und ja, schaut mal vorbei, würde mich freuen. Und ich sag mal, bis morgen Abend, so 19:15 Uhr bis 20 Uhr ungefähr, zwischen 19:15 Uhr und 20:15 Uhr, 19:30 Uhr und 20:15 Uhr werde ich anfangen zu streamen. Ich denke mal, so 3 bis 4 Stunden wird das Stream gehen, schätze ich mal. Und nochmal Entschuldigung dafür. Und ich hoffe, ihr versteht das ein bisschen, weil ich in Urlaub war, weil es nicht alles geklappt hatte. Und ja, das war es einfach für mich heute. Ich kann mir gerne privat anschreiben, was ihr sehen wollt für Spiele, was ich spielen soll morgen. Und dann sehen wir uns ja halt morgen, hoffe ich nochmal. Vielen Dank und schlaf gut. Nacht. Und ne, bleibt so, wie ihr seid. Einzigartig, wie jeder Mensch auf der Welt. Jo, Dankeschön. Und bis, hoffe ich, morgen Abend. Wie gesagt, ihr könnt euch aussuchen, was ihr spielen soll. Und schreibt mir einfach als Privatnachricht rein oder als Mail, könnt ihr mal aufschreiben, steht alles unten drin. Und ja, dann hoffe ich mal, wir sehen uns am Morgen wieder. Nachti, schlaf gut, zum dritten Mal jetzt. Und bis dann, ciao, ciao. Gucken, ich habe Small Lens, ich habe Empire und noch ein paar andere Spiele. Und heute spielt die, mir sagen tut. So, jetzt aber.
Gut. Nachti, ciao und vielen Dank. Ich hoffe, ihr versteht mich ein bisschen. Wenn ich nicht gestreamt hatte, naja, klappt nicht immer so, aber ich bemühe, dass dann nichts wieder klappen tut. Gut. Ciao, bis dann. Danke.